feel this way forever. Tyra Jackson. Yo Leute, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Getdown. Ich habe gestern gelivestreamt und habe ich irgendwie festgestellt, dass ich / Force Map in Getdown machen kann. Total geil, das heißt, ich kann jetzt einfach die Maps festlegen, / Force Map. So, und jetzt hier sind hier ein paar. Ich kann zum Beispiel LST auswählen, danach wähle ich It's Me Mario. Kann ich auch so cool rauftippen, ist natürlich noch cooler. Nee. Und dann wähle ich noch Atlantis. So, tada, da sind die drei Karten festgelegt. Und wir starten die Runde. Ich probiere heute, ein Schärfe 5 Schwert in Getdown zu bekommen. Das hat mir vor längerer Zeit schon mal jemand in die Kommentare geschrieben. Und, ach nein, da schubst er mich runter, Alter. Vor längerer Zeit mal jemand in die Kommentare geschrieben. Ich dachte, es wäre so übelst easy. Ich habe schon seit Ewigkeiten ausprobiert. Aber es ist nicht einfach. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, okay, man braucht dafür eigentlich nur zwei OP-Schwerter und einen Amboss. Und natürlich ein paar Level, um sich das zusammen zu craften. Aber, jetzt kommt der Haken. Es gibt ja hier in Getdown 3 Deathmatch-Maps. Das ist richtig fies. Es gibt nämlich auf einer von denen, auf dieser Western-Map, da wo so ganz viel Sand und ein bisschen Wasser und ein Zug und so weiter ist, gibt es keinen Amboss. Und ich komme immer auf diese verschissene Map, wenn ich das ausprobiere. Ich werde das Video extra nicht unter das Taktiken-Video machen, beziehungsweise ich werde es nicht in die Playlist packen, weil es einfach keine Taktik ist, sondern eher was Risikohaftes. Ich würde es vielleicht mal ausprobieren, wenn ihr es wollt, aber ich würde es an eurer Stelle nicht als Taktik benutzen, weil es einfach, die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass man die richtigen Map bekommt und das ist halt echt mies und deswegen spiele ich es heute einfach mal, probiere es. Ich habe auch schon ein paar Aufnahmeversuche hinter mir, ich habe es nicht hinbekommen. Beziehungsweise einmal schon, noch 4 Runden, aber ich habe nicht aufgenommen. Und wir haben 940 Coins. So, nächste Map, It's Me Mario. Wie gesagt, ich hatte gestern gestreamt und ohne Witz, das war so krass. Ich habe gestern das noch hinbekommen, dreimal hintereinander LSD zu machen. Das heißt, wir haben 3 Runden LSD gespielt über dieses Force-Map-System. Das hat aber irgendwie Revi, also der Revi-Server, jetzt über die Nacht rausgenommen. Wahrscheinlich war ich irgendwie der Erste, der das probiert hatte. Und dann ging das eh nicht, weil irgendwie die erste Map LSD ging, aber die anderen, da konnte man keine Coins mehr sammeln. Und teils hat man keinen Fallschaden bekommen. Also es hat total rumgebuggt. Jetzt geht es nicht mehr. Ich wollte eigentlich auch extra ein Video dazu machen, um euch das mal zu zeigen, was halt übelst lustig war. Gerade auf jeden Fall. Das habe ich halt gedacht. Schärfe 5 Schwert probieren wir heute einfach mal. Sieht auch schon mal ganz gut aus. Ich sehe unten relativ viele Coins. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es auf It's Me Mario, sein Ernst, Alter, gar nicht mehr so viele Coins gibt. Also früher hatte ich hier immer relativ viel Glück, aber inzwischen sind irgendwie nicht mehr so viele Coins da. Ist wahrscheinlich nur Einbildung. Jetzt sind gerade ganz okay Coins da, aber früher hatte ich manchmal noch ein bisschen mehr Glück, habe ich das Gefühl. So, okay, hier sind die ganzen Coins schon weg. Hier war ich ja teils auch schon und habe ein paar Coins gesammelt und andere natürlich auch und hatte eine schon gewonnen. Okay, 1300, wir brauchen mindestens 1220, um uns die OP-Schwerter und 60 Level zu kaufen. Dann brauchen wir natürlich noch extra Level, um uns die dann zusammen zu craften. Ich hatte nämlich letztens eine Runde, da war alles gut, dann habe ich probiert, die zusammen zu craften und das war... Ich konnte es nicht machen, weil ich kein genügend Level hatte. Also ich hatte nur insgesamt 37 Level und ich hätte 39 Level gebraucht, um das zusammen zu craften. Das war natürlich mit ganz, ganz, ganz vielen anderen Effekten noch. Also ich hatte nicht nur einen Schärfe 4 Schwert, sondern ich hatte dazu noch Haltbarkeit, Rückstoß, Verbrennung, Bann, alles mögliche und deswegen war das so teuer. Ich probiere natürlich auch diesmal Verbrennung und so weiter mit drauf zu bekommen, je nachdem wie viel ich mir XP-Flaschen kaufen kann. Und ja, weil sonst Schärfe 5 Schwert wäre ja so allein langweilig. Deswegen halt noch schön mit Verbrennung und so weiter. Der Rest ist eigentlich eh unnötig für Getdown, weil Rückstoß ist sinnlos, weil dadurch pusht man nur die Gegner von sich weiter weg. Besonders halt im Wasser. Es sei denn, man möchte die an die Glaskuppel pushen. Haltbarkeit ist eh unnötig beim Eisenschwert. Und so eine Sachen wie Bann, Nemesis der Gliederfüße, ja, das erst recht unnötig, weil das halt gegen Mobs ist. Und das braucht man nicht. Ich hatte übrigens gestern an die Leute, die im Livestream zugeguckt hatten, hatte ich mein Pack kurz veröffentlicht über den ganzen Livestream. Also ab einer bestimmten Zeit. Einfach random habe ich das mal gemacht. Das heißt, ein paar von euch werden schon mit dieser Version gerade spielen. Ist ja noch nicht ganz fertig. Wie gesagt, bald ist dann eh soweit, dann kommt die komplett fertige Version raus. Okay, der eine ist bei 51 Metern. Wir müssen kurz warten, ich hole das jetzt einfach mal, okay. Das hier. Und, ach nein, den Coinblock kann ich ja gar nicht bekommen. So eine Scheiße, ohne Witz, warum regeneriert, besonders warum spawnt sowas überhaupt? Totaler Abfuck. Okay, dann gehen wir halt hier runter. Aber wie sollen wir hier runterkommen? Hier rüber, möglichst wenig Fallschaden verlieren. Funktioniert da gerade relativ gut. So. Jawohl. Oh, 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 vielleicht schaffen wir es sogar, erst nach unten zu kommen. Jawohl, 1762 Coins. Bam! Und er schreit Rush doch nicht. Ich fand, das war eigentlich gar kein Rushen, weil auf Atlantis ist nicht schlimm, wenn man rusht, beziehungsweise wenn man schnell unten ist. Und außerdem war ich jetzt auch nicht so schnell unten. Weil auf Atlantis gibt es halt nicht so viele Coins. Deswegen ist da eigentlich voll egal.
So, Chef 4, wie immer als erstes. Man bekommt ja seit dem neuen System, hatte ich ja auch ein Video dazu gemacht, immer das, was da steht. Verbrennung 2 direkt, perfekt. Und Chef 4, nice, muss ich gar nicht so viel ausgeben. Das heißt, ich kann mir jetzt immer noch schön die Rüstung kaufen. Mach ich mal so. Und noch einen normalen Eisenhelm. Kaufe mir noch ein paar Goldäpfel, ein paar Steaks und einen Kuchen. Jetzt werde ich noch ein bisschen mir Level kaufen von dem Rest. So, damit ich halt nochmal ein bisschen erstmal die Schuhe enchanten kann. Schutz 3, Haltbarkeit 3. Wasserläufer? Wasserläufer habe ich drauf, okay. Dann werde ich nochmal Schutz 3. So. Und mehr traue ich mich eigentlich gar nicht auszugeben. Mal gucken, was ich noch bekommen könnte. Schusssicher. Mehr gebe ich jetzt einfach nicht aus zur Sicherheit, weil nachher kostet es dann irgendwie mehr, als ich ausgeben möchte. Beziehungsweise nachher kostet es halt irgendwie 43 Level. Ich habe eine 42 Level. Das wäre natürlich ein bisschen ungünstig. Und Leute, betet mit, dass es kein Western wird. Bitte, 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 bitte. Jawohl! Ohne Witz, das ist das erste Mal, nach bestimmt 10 Aufnahmeversuchen, dass ich als erstes diese Map bekomme. Ha, ist wie so ein Segengrad für mich. Perfekt, okay. Einfach zum Amboss gehen, den gibt's hier am Schiff. Und wir können uns ein Schärfe 5 Schwert mit gerade mal 26 Leveln holen. Das ging sogar noch. Wir haben jetzt Verbrennung 2, Rückschuss 2, Schärfe 5, Plünderung 2, Haltbarkeit 3. Alles, was man braucht. Rückschuss vielleicht ein bisschen unnötig, Haltbarkeit auch, aber naja. Okay, ultra fett auf jeden Fall. Ihr seht schon Wasserläufer 3 dazu, das heißt... Wir können den jetzt die Todeskombos geben. Dem hier jedenfalls. Oder, warte mal, wen geben wir den Todeskombo? Ihm hier. Wow, 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 wow. Okay. Nicht schlecht mit der Angel gespielt. Das wäre echt krass hochgepusht. So, da ist er also. Und der eine schießt mich ab. Ich brauche noch ein bisschen bessere Rüstung. Oh. Mir gerade zu gefährlich. Und er will sich die Sachen abstauben. Nee, 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 nix da. Zum Glück hat er nicht die Regeneration, weil ich den halt getötet hatte. Schusssicher, Schutz 1. Ups. Kurz die richtige Sache wieder anziehen. Und was hat der denn da gemacht? Wo ist der denn? Ach, hier ist der. Okay, soll er ruhig machen, weil ich habe Wasserläufer. Hätte er nicht mit gerechnet. Dumm, dass er mich mit der Angel zu ihm gezogen hat. Übrigens ist mir aufgefallen, dass es in den letzten Getdown-Runden bei mir mal mindestens einen Camper zum Schluss gibt. Das ist richtig schlimm, meistens einen oder zwei. Die campen einfach richtig dreist. Und dann sagen die immer, ja, was soll ich denn kommen? Ich habe scheiß Equip. Und die denken dann einfach, dass sie die Runde beenden lassen. Und das ist ultra lame. Aber, naja, bisschen schade. Aber sowas muss ja irgendwie auch geben. Da ist der nächste direkt. So, okay, der hat einen Bogen. Ziehen wir ein bisschen so rum, damit er ein bisschen verwirrt ist. Geil. Komm, der hinter mir will Stress haben. Erstmal kurz einen Goldapfel. So, hab Wasserläufer. Tja, jetzt gebe ich ihm die Kombos. Haben wir ihn? Müssen wir ganz kurz gucken, was der so für Stuff hatte. Schusssicher noch, damit er mit seinem Bogen nicht nerven kann. Huch. Okay, wir sind auf jeden Fall. Alter, wie viele Leben bitte noch? Ultra krass. So, wir können jetzt mal ein bisschen mit der Angel spielen, wenn er. Ups, ich wollte eigentlich nach vorne pushen. Komm. Wir haben Wasserläufer, das heißt, mit seinem Bogen kann er wahrscheinlich nicht so viel machen. Okay, kann er schon. Wir müssen uns ein bisschen ranboosten. Oh, das nervt. Dieser scheiß Bogen. Ja, okay, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg, weil unter Wasser kann ich eh nicht mich so gut abschießen. Dieser Bogen. Ohne Witz. Hör doch auf damit. Da haben wir ihn endlich, Alter. Dieser Drecksbogen. Wir haben noch diese Schwerter. Brauche ich alles nicht. Ich habe gerade den einen Pfeil weggeworfen. Das war ein bisschen dumm. Drei Leute leben noch. Also wir haben relativ gute Rüstung. Also Schuhe auf jeden Fall, Schutz 4 und halt Wasserläufer 3 ist mir relativ wichtig. Ein OP-Bogen, OP-Schwert, also das ist wirklich das beste Schwert, was man in Gatton haben kann. Ist jetzt das Update. Das heißt, jeder, der das beste Schwert in Gatton hochlädt, hat zum Beispiel Revive letztens auch gemacht. Habe ich auch im Video erwähnt. Grüße an dich zurück, falls du das sehen solltest. Das ist nicht mehr das beste Schwert. Schon seit Ewigkeiten nicht. Selbst als ich das Video schon hochgeladen hatte, war das nicht mehr das Beste. Weil das kann man schon immer machen. So, wo sind die restlichen Gegner? Wo... seid ihr? Ich werde die vercampen, sehe ich. Und ich werfe mal lieber hier die Sachen aus meinem Inventar, weil nachher kann ich den Kompass nicht einsammeln und finde sie nicht. Das wäre natürlich ein bisschen ärgerlich. Cool, die scheinen zu campen. Kannst ja mal nicken. Das hat mich so abgefuckt, Alter. Letztens jemand, der hat dich dann sozusagen mich ja nickt und der wollte davor die ganze Zeit nicht sagen, wo er ist. Und nee, ich bin richtig lustig und zeig nicht, wo ich bin. Dann, ja, hat er plötzlich so... Ja, ist genau das Gleiche. Genau das Gleiche hier. Screen. So erst nicht sagen, wo man ist. Und dann Screen. Genau das, was ich gerade erzählen wollte. Nice, auf jeden Fall. Klar, komm zum Boot. So, weil so kriege ich die Leute dann irgendwie immer noch hin. Das war beim letzten Mal genau das Gleiche. Der wollte nicht sagen, wo er ist und war so richtig dreist noch dazu. Und dann plötzlich, oh mein Gott, Screen. Naja, gut.
dann ist halt immer so die Nottaktik, weil ich habe keinen Bock, jetzt noch Ewigkeiten auf die zu warten. Aber ich habe inzwischen eh einen Kompass. Und hier ist der Dude. Und da ist der andere Dude. Okay, ich mache immer diese Pose. Ist ganz cool, oder? Hier so im Bogen. Aufnahme. Ja. Okay, go. Dann bin ich einfach gespannt, wie sie es so schlagen können. Ich esse noch einen Goldapfel. Jo. Hat er keine... Okay, der hat schon mal keine Rüstung. Oder hat sie vergessen anzuziehen nach dem Screenshot. Das würde mir natürlich leid tun jetzt. Und jetzt können wir ihm die Todeskombo verpassen. Ja, okay, jetzt ist er weg. Schärfe 5 Schwert. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Das ist der vierte, 5, 6. Ich glaube, wir haben erst 5 Hits oder sowas. Und da regeneriert wieder, okay. Ja, da ist Sackgasse, mein Freund. Da geht's dich mehr raus. Und ich weiß, wo du lang gerannt bist. So, müssen wir ihn haben. So, warte, ich will noch ganz kurz gucken. Verdammt, jetzt konnte ich gar nicht gucken, wie viel Angriffsschaden es hatte. Gucke ich einfach in der Aufnahme wieder. Und dann würde ich sagen, was ist mit diesem Video? Wie gesagt, probiert es lieber nicht aus, weil die Wahrscheinlichkeit ist richtig gering, dass man eine richtige Map bekommt. Ich bekomme richtig oft die Map Western. Und hey, hier wurde das beim Jump'n'Run geändert. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich kann ja probieren, irgendwie im nächsten Video mal einen Schärfe 5 Bogen oder Schärfe 5 Stärke 5 oder sowas Bogen zu bekommen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin und tschüss.